Twitch-Fails. Twitch-Compilation 82 haben wir jetzt hier Rust-Server. Ach, das ist ein Rust-Special. Okay. Von Twitch Clips Germany. Das ist ja toller Kanal. Kann man sich mal angucken. Ich glaube, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Ja, hoffentlich nicht zu viel Milchbaum, Don. Okay. Was für ein Vogel. Ja, man hat Annie the Duck Müssen wir mit neidisch anderen lesen. Leuten. Keinen Oha. Bock drauf gerade. Wie konzentriert er auch guckt, damit er da keinen Fehler macht. Sie Nicht brennt. So einfach. Maluna, alles okay? Was brennt denn bei ihr? Maluna? Was hat, kannst du aufhören, Maluna? Was macht sie denn, Maluna? Sie hat ihren Pulli angebrannt. Was hast du gemacht? Sie brennt. What? Alles klar. Der Blick ist zu gut. Der Ich kann's Blick ist zu gut. Hier. Mund. Kassenmund. Dicke. Mach mal einen Clip Ja, davon. Nein, nee, es hat nichts mit blind zu tun, sondern einfach wie das Hirn interpretiert, was es dort sieht. Das ist ähnlich wie diese Bilder. Der eine sieht eine Frau, der andere sieht einen Elefanten. Also. Und ich habe eine richtig enge Hose. Nee, schlecht. Und ich bin ja nicht super dünn, deswegen. Ich zeige euch mal kurz. Ihr macht jetzt Sachen vor der Kamera. Seht ihr, ich habe ein Bäuchchen, was jetzt echt nicht viel ist. Aber das ist halt, weil die Hose hier Ich krieg gleich einen Bann bei Twitch. Hör auf. Die Hose eng ist. Ich krieg gleich hier, weil ich es zeige. Sieht das aus, als wäre ich schwanger oder ist es nicht schlimm? Es ist. Weg damit. Oh mein Gott. Nein, 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 fuck. Oh mein Gott, okay. Da wird geflirtet. Was denn? Du hast schon eine Frau. Ich weiß. Und zwei Kinder. Ich weiß. Zwei? Ja. Eins sitzt neben dir. Hat man dir das noch nicht gesagt? Bin ich adoptiert? Ja! Ja! Oh. Heißt es, ich kann jetzt weiter adoptiert werden? Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, die Gene hätte ich echt von euch. Für dein LOL! LOL, Lara! Ja. Raus damit! Ist auch gut gegen Raus damit! LOL! LOL! Ich komm doch zurück! Oh! Oh! Warum? Warum hast du sie gekillt? Von wegen, die Shotgun ist nicht gut! Wer hat denn gesagt, die Shotgun ist nicht gut? Wie er sie weggemäht? Rust. Ich glaube, das war Rust. In seiner vollen Pracht. Sie hat das Mikro. Sie hat den Popschutz. Katze hat den Popschutz. Oh mein Gott. Sehr schön. Sehr schön. Mein Stuhl klappert. Nee, nee, nee. Among Us. Kapuzenwurm. Dalukart. Der Dalukart. Unangenehm. Was zum. Also, wenn wir Frauen Alter hätten. Puh. Hätten wir aber ganz schön viele Zitzen. Crazy. Stell ich das mal vor, Alter. The fuck? Da machen wir piu, piu, piu. The fuck? Piu, 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 piu. Was geht in deinem Kopf ab? Hau ab! Du Pisser! Unangenehm.
Das war wohl nix. Echo-Shots, Echo-Shots. Jo. Obligatorisch. So muss das. Flugzeug muss gekutschert werden. Warum soll er mich weghauen? Ronny, wenn du nicht aufpasst, Pendejo, es reicht mir, erst musst du mich Schnecke nennen. Ich mach dich gleich zur Schnecke, Kiasis. Was für Assis? Oh, Anni. Hat sie sich einen Tannenbaum an die Decke gehängt? Er ist unten! Nee, Snow. Ich hab immer Snow Fox, oder wie die heißt. Ich hab nur die Katzenohren gesehen und hab das. Ich hab grad Anni. Hat zu Anni gepasst, der Baum fällt runter. Ich hab angenommen, dass rote Haare, Fuchsohren auf. Ich hab angenommen, dass es. Der Baum fällt runter, das muss ein Anni-Move sein. Das muss Anni-Tag sein. Es hat für mich im Kopf eins und eins zusammengezählt. Das ist Anni the Duck. Wer Damage bekommt, ist eine Pussy. Ich hab Damage bekommen. Ja, Papa Platt ist immer gut. Wer Damage bekommt, ist eine Pussy. Ich hab Damage bekommen. Wer Damage bekommt, ist eine Pussy. Ich hab Damage bekommen. Ist langsam nach rechts und wenn du sofort schon nach links drückst. Ganz langsam. Ja, genau so. Leider bist du noch nicht braun genug. Wir müssen ein bisschen für deinen Tar noch ein bisschen. Ach du Scheiße, nein. So, warte mal. Damit du auch. Keinen rassistischen Witz machen. Kann ich das jetzt echt machen? Ey, das schreit ja auch wie ein Kind. Nein, bitte. Nein, lass die jetzt nicht schwarz werden. Also nicht in dem. Die Hautfarbe verändert. Oh nein! Das ist. Ich hab's erwartet. Das sagt, glaube ich, mehr über mich aus. Ich hab den rassistischen Spiel vom Witz erwartet. Den rassistischen Witz, dass man da Kind im Ofen, andere Hautfarbe. Oha. Das wäre kritisch gewesen. Kommt nur von welches Spiel? Also, es ist also in einem South Park-Spiel, Kind und Ofen. Das wäre schon in South Park, wäre das feierbar. Ich bin jetzt schon 100-mal tot gewesen. Ich möchte nur in dem einen South Park-Spiel gibt es ja sogar die Sache, diese mit der hier Swiper, wo du dann auswählst, die Schwierigkeitsstufe auswählst und dann der Hautfarbe festlegst und nach der Schwierigkeitsstufe. South Park darf das. Warte mal, Frau im Gesicht setzen. Women? Denn Women? Hallo, wo dein bist du? Dein Ernst, dass deine erste Frage ist, ob ich mich auf dein Gesicht setzen will? Welches Niveau haben wir hier? Unterirdisch? Dann bring mich lieber um, ehrlich. Alright. Sorry, aber was war das denn jetzt? Mit Randoms also ich kann spielen mit viel oder was? Und ich kann auch. Aber das ist wirklich was. Hallo? Keine Ahnung, welcher Spieler das Hallo? Ist. Aber da muss ich halt einfach sagen. Soll ich wieder aufheben, sorry. Nee, lass gut sein, ehrlich, wirklich. Ja, das. Mit Randoms spielen auf dem Server. Ja. Sieht eine Frau, gleich mal Anmachspruch. Und dann so ein Lisa. Keine Ahnung. Aber wenn du halt ein Girl bist und du läufst halt rum und jemand kommt halt zu dir gerannt, random in-game und sagt, na, ich kann dich auf mein Gesicht setzen. Dann denkt sie hat halt als erstes gedacht, okay, Dicker, das ist halt, ja, weil ich ein Girl bin. Obvious. Aber Dicker, es ist einfach Danny. Danny sagt es zu jedem. Es ist einfach unser Insider. Also, was heißt. Ja, Insider sind halt schwierig. Also, ich hab's auch nicht gewusst. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich fand's auch gerade schwierig. Ich hab's auch nicht gekriegt. Wenn neuer dazukommt, muss man vorsichtig sein mit Insidern. Das kann man später, wenn man die Insider erklärt hat, kann man das. Oder ja, muss man sie nicht erklären, aber muss man trotzdem vorsichtig sein mit Insidern, ja. Ja, Papa Platte, das ist hier, ist schwierig. Mit Insidern. Unser Insider, aber es ist halt so. An Dicke, wir sagen halt so Shit, keine Ahnung, es ist halt so,
weiß ich nicht, das ist halt so Bro-Stuff, dass man halt sagt, dass man sich gegenseitig bumsen will oder so, so ein Stuff. Ja, aber auch, die haben auch nur unter Trimax, oh Gott. Aber auch nur, aber auch nicht unter Kumpels kann man das machen, aber deswegen wird es ja auch nicht gegen, es ist bestimmt auch unter Frauen, wenn eine Frau damit cool ist und mit in der Gruppe mit dabei ist, aber ja, wie gesagt, musst du vorsichtig sein. Generell erstmal unter Freunden und dann auch Priorität eigentlich erstmal unter Jungs. Das ist, wenn eine Frau dabei ist, wie gesagt, wenn eine Frau dabei ist, die das abkann, die das kennt, die Insider kennt, ja, aber vorsichtig bei neuen Freunden, das war ungünstig. Ungünstige Situation hier. War witzig. Holy Reapers shit, wie lang ist denn der Ständer? Was ist das denn? Reapers. Ach, Trimax. Und unter dem Berg, ne? Ist auch noch ein Berg. Der kommt wieder zurück. Oh! Also viel hat er nicht. Gangtourstätten waren es immer Dagi B und Paola-Fans. What the fuck? Facecam kaputt. Dankeschön, Elgato. So noch Lara Luft. Also, ich stelle mir immer vor, wie Lara und ich im Restaurant sitzen und der Kellner fragt, was darf es heute sein? Und Lara sagt, ich hätte gerne einen Tenderloin. Und ich sag ein Medaillon. Ein Schweinemedaillon. The fuck. Oh mein Gott, ey. Schweinemedaillon. Alter, es wird gerade voll sonnig. Oh, voll schön. Die letzten 3 Tage war es voll grau und gab gar keine Sonne. Das stimmt, aber das Video ist schon ein bisschen älter, aber die letzten Tage waren wirklich ein bisschen grau. Bei mir auch. Kann man sagen. Rechne. Also, Maxilla, es liegt wieder alles an dir. Yeah. Also. Okay, Spielebug. Ich kann den Rage auch nicht abstellen. Ich habe die Pietz gefunden. Oh. Hab ich nicht umgebracht? Nein, aber Sepp hat einen echt großen. Ich bin 40 Mal gestorben, ich bin dauertot, die ganze Zeit immer. Kann man sich. Okay. Was ist. Also heute startet der Rust Streamer Event Server. Geplant, glaube ich, von Trimax und Humata, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Auf dem Server sind 75 Slots. Ich glaube, über 50 Leute sind schon drauf. Und gespielt wird ganz normales Rust in maximal 6er-Teams. Das Ganze hat feste Zeiten von 17 bis 1 Uhr jeden Tag. Es ist wohl bis dato noch, also die Regel steht noch, nicht erlaubt, Offline-Bases zu raiden. Also wenn ein Team heute gar nicht spielen sollte, darf man die Base auch nicht angreifen. Und im Endeffekt ist PvP erlaubt mit RP, aber auch ohne. Also ihr dürft auch RDM machen, ohne vorher Roleplay zu machen. Und nur beim Raiden wird dann halt wahrscheinlich eher auf RP gesetzt. Wo war da jetzt der Fail? Spiel warst nicht, kann sein, dass da irgendwie was Stunfinder drin war. Ja, schön. Twitch Clips Germany. Jo. Among Us ist auch noch. Das ist Flask. Aber Among Us Clips ist auch noch. Toll, das habe ich abonniert. Among Us Clips. Ja. Ihr wisst, was ihr zu tun habt auf YouTube. Da nicht nach oben. Glocke teilen, Video abonnieren, Kommentare aktivieren und so weiter. Ja, schaut auf Twitch vorbei. Da gibt es auch morgen wieder. Ich weiß nicht, wenn ihr das Video guckt, wahrscheinlich auch. Aber da gibt es auch morgen aktuell, wenn wir jetzt am Samstag das aufnehmen und den Twitch machen. Morgen gibt es auch wieder einen Stream.
Morgen am Sonntag. Ja. Schaut nochmal vorbei.